Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. I'm getting ready und Lina macht mein Paket auf. Oder was ist ein Paket? Oh, was ist das? Ich hab gar keine bestellt. Hat die Mama mir eine bestellt? Mann, ich wollte, dass es für mich ist. Also ich habe mir übrigens letztens die Nägel selber gemacht. Ja. Entschuldigung, vielen Dank. So sehen sie aus, jetzt nicht krass, aber es ist fürs erste Mal ganz gut geworden. Also wir haben immer ein Kabel dabei. Ach meine Güte, beim letzten Mal hatte ich nämlich eine bestellt, da war kein Kabel dabei. Die habe ich dann aber einfach weggeschmissen, weil es war mir auch zu doof, die Scheiße wegzuschicken. So, weil ich gerade ganz interessant hier aussehe, werde ich mich jetzt gleich einfach zeigen, wenn ich ready bin. Nina, entbind dich bitte mit meiner Box! Okay. Was soll ich sagen? Sie lässt die ganze Zeit meinen Namen über mein, über ihr Handy, wahrscheinlich über... Lina! Lina! Bitte lass es sein. I wanna get ready, ich bin Musikerin und die ganze Zeit kriege ich irgendeine Scheiße. Mann! So, ich bin jetzt eigentlich ready, kind of. Ich habe übrigens, ich muss mir jetzt ganz kurz noch die Haare machen. And I'm ready, denn ich mag die Wimpern unnormal, die ich heute drauf habe. Und zwar sind das diese von Melody Lashes. Meine Oma meinte, dass wir uns an Weihnachten nicht sehen, deswegen habe ich einfach meine ganzen Geschenke jetzt aufgemacht. In der Farbe Stella, also was heißt Farbe, aber you know, in dem Style Stella. Finde ich mega schön. Von Melody Lashes, wie gesagt, habe ich schon gesagt. Bin ich rangezoomt? Hello. Ja. Yeah. And I really like those lashes. Ich habe ein bisschen Lidschatten drauf gemacht, aber auch nur ein bisschen. Ja, und das ist basically mein Look für heute. Wir gehen heute einen Tannenbaum kaufen. Dann gehen wir den, also dann schmücken wir den auch schon. Eigentlich schmücken wir den immer erst den Tag vor Weihnachten, aber heute... Also wir haben uns auch dazu entschieden, den jetzt früher zu schmücken, damit man ein bisschen länger von dem Baum hat. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen meine Lippen machen. Und das Ding ist, bei uns ist das der dann immer so ready. Einen Tag vor Weihnachten. Und dann steht der immer so bis Februar oder so. Halt übel lange. Und Mitte, Ende Januar bin ich personally wieder ready für den Sommer. Ich bin immer so ab Oktober ready für Weihnachten und alles. Das sieht scheiße aus. Egal. Und danach kann wieder Sommer kommen und Party, Urlaub und alles Mögliche. Aber es ist ja momentan alles ein bisschen anders. Ich hoffe einfach nur, dass nächstes Jahr ein nices Jahr wird. Und dass wir wieder mehr Sachen machen können. Dass ich wieder feiern gehen kann und so. Aber das ist halt auch alles nur Hopes. Hoffnung über Hoffnung, aber auf jeden Fall habe ich mir hier so ein Ding bestellt, beziehungsweise meine Mama, ihr habt es ja eben wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe es mir jetzt eigentlich gar nicht bestellt, aber meine Mama hat es mir endlich bestellt. Which is really good. So sehen meine Lashes aus. Okay Leute, wir gehen jetzt los. Alle warten wieder auf mich, as always. So, I'm about to go now. Leute, das ist jetzt mein Outfit. Balenciaga, Hose, wie immer, gar keine Ahnung. Oberteil, C&A, meine Güte, ja, period, period, Maske von DM, diese Kindermaske, weil die anderen mir zu groß sind, period, wunderbar. Ich hatte meine Balenciaga richtig lange nicht mehr an, aber wir waren gestern wandern and my shoes are looking like this. Die haben mich gestern schon mega weird angeguckt, die ganzen Leute, weil meine Hose und alles voll war mit Matsch. Ja, das ist me, go one time in the nature and everything is destroyed. Deswegen gehen wir heute mit diesen Schuhen. Jetzt werde ich mal diese Lampe hier austesten, weil ich habe bis jetzt immer die Lampe von meiner Schwester benutzt für meine Nägel. Ich kann euch hier nochmal ganz kurz die Nägel zeigen. So sehen sie aus. Also wie gesagt, ist halt absolut nicht perfekt. Hier geht es auch schon ab, weil ich keine Base habe. Für die, also für das Acryl. Aber ja, wir testen das jetzt mal aus. Ich hatte mir nämlich eine andere im Internet bestellt.
Und die hat gar nicht funktioniert. Also die hat wirklich einfach, die hat nicht geleuchtet. Und I was like, damn, das ist sehr effektiv. Ja, und es hat eine Feuerlampe. So, we're gonna try this out. Eigentlich musste die, glaube ich, jetzt... Sie hat auf jeden Fall ganz kurz geleuchtet. Also so sieht die aus. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Meine Mäuse. Es funktioniert und es wird warm. Es ist super. Okay, I'm happy. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut die funktioniert, wenn ich wirklich Nails mache. Aber I'm pretty sure it's gonna be good. Bin sehr happy, dass es jetzt funktioniert. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe nämlich mir ganz, ganz viele Sachen gekauft für Nägel machen. Und so habe ich hier wirklich alles. Ich habe so verschiedene Acrylfarben. Also ich habe hier so viele verschiedene Acrylfarben, Gel, natürlich Nagelkleber. Dann habe ich hier so ein paar Schmetterlinge, Gold, also Blattgold. Hier so Glitter, you know, all the good stuff. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele Sachen. Hier noch so Glitzersteine. Es kommen noch so Louis Vuitton Sticker und so an. Dann habe ich hier, nein, hier ist Somewhere. Ah ja, da so eine Pfeile und so. Und hier habe ich noch mehr Pfeilen und Pinsel etc. And that's basically it. Ich habe jetzt hier mal so ein chilliges Top angezogen. Wir schmücken nämlich gleich den Baum. And I want to be, you know, in a chilled, comfy look. Und wir müssen, also ich muss eigentlich auch noch diesen Ding jetzt aufmachen. Leute, ich habe es ja mittlerweile einfach aufgegeben, ne? Mich juckt das dieses Jahr wirklich alles gar nicht. Ich war sehr, sehr früh in Weihnachtsstimmung, aber irgendwie ist es jetzt wegen ganzen Verschärfungen und so, juckt es mich halt wirklich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viel heute ist. Ich glaube, der 18. Ich habe es aber auch schon seit dem 15. oder so nicht mehr aufgemacht. Ja. Ja, ich glaube, 15 habe ich auch noch nicht aufgemacht, aber ich habe gerade gar keinen Bock, noch eins aufzumachen. Und... ich wollte euch mal zeigen, ich habe meine Lashes mal ein bisschen sortiert. Also die habe ich heute, also hier die liegen da, die habe ich heute drauf, deswegen ja. Aber ich habe jetzt hier mal meine zwei anderen Melody Lashes Pakete von Naomi John. Diese Lashes habe ich hier reingeräumt und ist hier mein einziges im Lily Lash Miami am... Really in the mood to get more von diesen Lily Lashes, weil die echt krass aussehen. Erinnert mich sehr an letztes Jahr Weihnachten und dann feiern gehen. Anfang dieses Jahres, sehr sad. Dann habe ich hier Oh My Falsy Lashes, die sind mega nice. Aber die, muss ich sagen, tun ein bisschen im Auge weh. Also die sind so, ich weiß nicht, die sind irgendwie so spitz. Aber ich finde die Verpackung voll süß. Dann habe ich hier meine ganzen Melody Lashes. Also, you know, die ich auch gerade drauf habe, die ich ja zu Weihnachten eigentlich bekommen sollte. Dann meine Tarte Lashes, da habe ich aber nur zwei Stück, die sind einfach von Sephora. Und da hinten liegen noch ein paar von so allen möglichen Stuff, also BH Cosmetics, I don't know, ganz viele Sachen. Sorry, es ist jetzt hier so ein kleiner Haul, aber ich habe mir hier so... fürs Gesicht so Dinger geholt, die man hier so an die Schläfen dran klebt und das dann sich so ein Cat-Eye-Effekt ziehen kann. Also das sind diese Sticker. Ich glaube, die das interessiert, die wissen, von was ich rede. Man klebt es basically hier so hin und dann zieht man das so hoch, dass man so diesen, genau, diesen Cat-Eye-Effekt kriegt. Finde ich mega geil. Weil, na, noch bin ich nicht 18, noch kann ich mir diesen Cat-Eye-Effekt nicht machen lassen. Period. Und ich weiß, vorher kriege ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hate, dass ich meine Haare, dass ich sage, ich möchte mir meine Lippen aufspritzen lassen und hier ein bisschen Hyaluron, damit das alles ein bisschen gleichmäßiger ist und nicht mehr so krasse Augenringe habe. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Like, ich finde es nur wichtig, auch dass man offen drüber redet, weil ich hasse das. Also ich meine, klar, das ist auch sowas, da können Leute selbst entscheiden, ob sie das öffentlich machen oder nicht. Aber ich finde, den Leute... ja, irgendwie, sag ich mal, so einfach so tun, so, keine Ahnung, wie Kylie Jenner, so von wegen, das liegt alles nur an ihren Lipkits, dass sie so dicke Lippen hat, weil sie immer übermalt, bla bla, so wisst ihr. Ich finde das halt einfach dick unnötig, weil man sieht es ja und ich finde, Leute, die sich nicht auskennen und da vielleicht glauben oder something oder jüngere Kinder, die kriegen dann voll die Anxiety. Ja, trotzdem ist es natürlich ein Eingriff, der mit Risiken verbunden ist. Man sollte sich dem Ganzen sicher sein. Man sollte sich das gut überlegen. Ich bin überhaupt nicht wortgewandt. Ich kann mich gar nicht ausdrücken.
Naja, aber ich hoffe, meine Message ist ein bisschen angekommen. Du lässt einfach die Leute leben. Wenn man was in seinem Aussehen verändern will, dann let's do it. Like, mach kein großes Ding draus. Mach es einfach, wenn es dir nicht gefällt und das nur so ein kleiner Eingriff war. Dann kann man es auch wieder rückgängig machen. Man sollte es trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es natürlich mit vielen Risiken verbunden ist. Etc. etc. Ich wollte es nur mal kurz sagen, weil ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich mir meine Lippen machen lasse. Bitte. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich werde in 12 Tagen werde ich 18 und noch so happy about it. Was machen wir? Schmücken wir einen Baum, ist die Frage, ja oder nein? Willst du mal ein Vlog sein? Hm. Ich weiß nicht. Süßkatz. Period. Stefan. Dann hätte der Kiss. YouTube-Channel. Zu dieser Apotheke. No. Ja? What are we gonna do now? Du machst deinen Kalender ja gar nicht auf. Ne? Doch, hab ich. Guck da. Did you show the new piercing that I got? You show? Mhm. Wunderbar. Wo ist denn das alles? Da! Nichts, kannst du nicht alles. Ja, nicht. Also, ich hab den Rest auch einfach ein bisschen in den Müll geworfen. Du hast nur die ekligen behalten. Lina, ich weiß nicht, was davon eklig ist. Ich finde das alles eklig. Ich glaube, hier den 14 habe ich auch mal nicht geöffnet. Aber das ist nur Gott. Ich will Marzipan. Aha. Nein. Ist das hier Marzipan? Dann kannst du das hier. Ja! What's that present? Nee, das ist doch alles auch Marzipan hier. Pistazie Marzipan, Orange Marzipan, Ananas Marzipan. Eklig. Echt? Hast du probiert? Was ist da? Bretterkokant! Let me have nudes on the camera. What? Nudes, der so hol in die Rolle. Wow, was ist denn mit deinem Bett? Das ist selbst das ist wirklich toll. Mann! Ist der 18. heute? Ja, warum funktioniert mein Licht nicht mehr? Oh nee, Leonie, das sieht genau aus wie das, was das kleine Kind gestern die ganze Zeit gemalt hat. Stimmt. Sehen die alle so aus oder habe ich jetzt genau gesehen? Die sehen alle so aus. Ich habe gestern Horrorfilm geguckt. Ich konnte nicht schlafen, ne? Jimmy auch nicht. Wir haben beide zitternd im Bett gelegen. Echt? Aber sieht schon geil aus, diesen Spaß. Der hieß Hike and Seen, der war gut. Aber auch jetzt nicht. Der war schon. Der war gut. Ich habe einen Adventskalender von meinem Dad bekommen, wo ganz viele blöde Sprüche draufstehen, die einem den Tag vermiesen. Deswegen öffne ich den nicht. Ich möchte das nicht laut lesen. Nicht laut. Bei deinem Pech hat der Himmel am Tag deines Todes wegen Inventur geschlossen. Also ich komme in die Hölle. Ja, oder ich hab's ja jetzt verlesen. Schön. Wer denkt sich so Kalender aus? Keine Ahnung, ich hab nur den 24. geöffnet, weil der jetzt ein großes Fach war und da war noch. Den 24. Guck mal, kannst du mal das gemacht? In dem Pechkalender hast du den 24. Ja, kannst du mal gucken, was das ist? Erinnert dich das auch gleich daran? Diese Taschentücher habe ich zu meinem fucking 16. Geburtstag bekommen. Hätte man sie sparen können. Aber heul doch, stand da nicht drauf. Doch, das waren genau die. Das waren da genau die. Den hast du nicht gelesen. Ja, ich versuch mich nicht. Ich krieg den auf. Die sehen nämlich nicht alle so aus. Ich hab den aufgemacht, der so aussieht. Ja, es sehen mehrere so aus. Nein. Ja, guck doch mal hinten drauf. 16. Es gibt 4 verschiedene. So, hier ist nämlich jetzt eine Katze drin. Ich glaube, Blätterkrokan, denn das ist wohl gut. Ich will es lesen. Kennst du es? Mhm. Termin. Termin. Hol dir schon mal einen Termin beim Jobcenter. Schön, dass ich am Sonntag das letzte Mal arbeiten gehe. Hab nach einem Termin gefragt beim Jobcenter, keiner geantwortet. Scheinbar soll man, muss man in Deutschland nicht arbeiten. Zumindest in Aachen. 17. war auch schon, ne? Da haben wir wieder den von gestern. Boah, der war, das war ja so eklig, dieser Film. Aber ja, war gut. Am schlimmsten fand ich das Ende. Ja, weil man da herausgefunden hat, what's going on? Nee. Doch. Ich meine, das ganz Ende, wo das Kind malt. Ach ja, das war eklig.
habe ich das richtig verstanden, dass du bei uns oben schlafen kommst demnächst? Wenn hier die Tür eingebaut wird, oder? Was wird hier denn für eine Tür eingebaut? Ich lieb's, ich werde nichts eingebaut. Nee, ich weiß es auch nicht, ob das stimmt oder ob du bei mir im Zimmer schläfst, weil das hier zu nah an der Tür ist. Die Mama meinte nur, ja, muss die Leonie mal bei dir schlafen. Aber ich wusste nicht, ob oben oder in meinem Zimmer gemeint war. Ja, oben werde ich ja hübsch mit euch beiden Turteltauben schlafen. Ja, wollen. Ich muss auf Lumumba, aber nur wenn wir im Baum schlafen. Das ist eigentlich cool. Nicht. Warum? Ich, sinnloses Trinken finde ich scheiße. Lina, trinken ist nicht sinnlos. Doch. Trinken makes you... Nee, also diesen Punkt möchte ich nicht in meinem Leben erreichen. Dass mir einfach Look nur trinken. The shade sitting like on my fucking disgusting bed. Ja. Sollen wir mal mein Bett beziehen? Nee. Was hältst du davon? Wir. Ja, aber ich hab da keine Lust drauf. Ich hasse Bett beziehen. Ja, meinst du, ich hab da Lust drauf, wenn ich da nicht mehr was von hab? Okay. Andere haben eine Putzfrau, die Bett bezieht. Und wir haben es selbst machen, das ist erschrecklich. Ich hätte gerne jemanden, der mir mein Bett bezieht. Einmal die Woche, das wäre nett. So. Auf jeden Fall, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. And that's basically it. Das war heute ein sehr entspannter Vlog. Sehr moody Vlog. Aber ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.